So, hallo und herzlich willkommen. Es gibt jetzt ein kleines neues Unboxing-Video hier auf diesem Kanal. Diesmal ist es ein kleines bisschen was anderes, und zwar ist es das neue Album von David Gilmour mit dem Titel Rattle the Look, The Lock. Das haben wir gestern völlig unverhofft im Mediamarkt liegen sehen und dann wurde es auch sofort mitgenommen. Wir machen mal hier erstmal sämtliche Aufkleber ab. Also wer nicht weiß, wer David Gilmour ist, David Gilmour ist eines der Mitglieder gewesen von Pink Floyd. Und der ist ja auch schon seit einigen Jahren erfolgreich solo unterwegs. So. Erstmal die Folie ab. So, dann ist hier noch der Flatsch drauf, der FSK-Flatsch, aber der ist aufgeklebt. Den müsste man eigentlich relativ gut abziehen können. So. Yeah! So. So schaut es dann komplett naturbelassen aus. Sehr schick gestaltet, wie ich finde. So. Die Seiten sind komplett schwarz. So, von hinten könnt ihr sehen, was alles drauf ist. Und zwar ist eine CD mit bei. Eine Blu-ray. Mit diesem Inhalt. Und das Album nochmal in HD, in Audio HD. So, dann machen wir das gute Ding mal auf. Und schauen, was da alles drin ist. So, es ist ein bisschen hartnäckig. So, zack. So, der FSK-Hinweis. So, dann haben wir hier, ich weiß nicht, was es ist, ein Poster, glaube ich, soll das sein. Genau, ein Poster. Gucken wir mal, ob ich das ein bisschen... Ne, mehr ist nicht möglich. Also ein Poster von David Gilmour. Auf der Rückseite sieht das so aus. Einmal schwarz-weiß und einmal etwas bunter. Tja, wie war es jetzt zusammengefallen? Ich glaube so, 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 genau. So, was haben wir denn noch? Hier haben wir diesen kleinen Briefumschlag. Mit einem Klebebubble, mit einem Schmierpopel festgeklebt ist. So, hier drin haben wir eine Postkarte. Und ich glaube, das ist hier so ein Gitarrenblatt, glaube ich. Und wenn man Gitarre spielt. Das lasse ich mal hier drinnen. So sieht das aus. So, das machen wir mal wieder alles rein, so wie es war. So, was haben wir denn hier noch? Das ist, glaube ich, das Fotobuch, das angekündigte. Könnte das sein? So. Auch sehr stabil. Ne, ich glaube, das ist das Textbuch mit den Songtexten.
oder? Genau. Also sehr cool gemacht. Ich würde schön finden, wenn ein paar mehr Musiker sich dazu durchringen würden, Musik oder ihre Platten in dieser Form zu veröffentlichen. Weil das macht echt schon ein bisschen was her. Und für einen Sammler und CDs kaufen halt aktuell wirklich, die meisten davon sind Sammler, die sich ihre Songs nicht... Mann, das schmiert aber ganz schön hier auf dem Papier. Die sich ihre Songs nicht als Datei aus dem Internet runterladen wollen, sondern die das wirklich in der Hand haben wollen. Und für die ist doch so eine Aufmachung hier genau das Richtige. Und vom Preis her ging das auch. Das hat jetzt, glaube ich, 22 oder 23 Euro gekostet. Dafür, dass da eine Blu-ray und eine CD drin ist und dann noch das ganze, der ganze Schnickschnack drumherum, finde ich, ist es doch völlig in Ordnung. So, weiter geht's. Hier ist noch mehr. Ich weiß jetzt nicht, was das hier soll. Ja, das geht hier so weiter. So schaut die Rückseite aus. Und so schaut die Rückseite aus. Auch sehr schick. So, und dann haben wir hier noch einmal die CD. Da unten steht's. Die Rückseite. Ja, ist schon ziemlich geil gestaltet, muss ich sagen. So schaut die CD aus. Und hier ist die Blu-ray. Also ein bisschen anders sieht's aus. Das ist die Blu-ray. Das ist die CD. Hinten. Und so schaut die Scheibe aus. Und das war's dann auch. So, das war's. Das kleine Unboxing-Video zu David Gilmours neuem Album Rattle That Look. Lock. Also nicht Look wie das Aussehen, sondern Lock wie das Schloss. Das wird alles wieder brav eingeräumt. Dann hoffe ich euch wieder, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr möchtet, gibt es unten in der Beschreibung auch noch den Link zu der Facebook-Gruppe. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Hinterlasst einen Kommentar, darüber freut mich auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.